Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Gunshot. Diesmal spielen wir aber Batman Arkham Origins. Ich halte vorerst mal die Klappe. Wir schauen uns erstmal das Video an. Aufgrund der bedrohlichen Wintersturmwarnung eindringlich darum, heute Nacht in ihren Häusern zu bleiben. Eine Insel, Bruce. Sie sind schon seit fast 2 Jahren zurück. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Gothams begehrtester Junggeselle Weihnachten erneut allein verbringt? Sie sind der begehrteste Junggeselle. In dem Wissen, dass wir heute das Leben eines der abscheulichsten und erbarmungslosesten Mörders beenden. Julian Gregory Day. Commissioner Loeb, was sagen Sie zu dem Gerücht, dass es gar nicht die Polizei war, die Mr. Day geschnappt hat? Nein, es gibt keinen Batman. Oh, da bin ich auch anderer Meinung. Keine weiteren Fragen, keine weiteren Fragen. Ganz klein bisschen. Alle Einheiten, Code 10 im Blackgate-Gefängnis. Kommunikation abgebrochen, möglicher 2L. Delta 6-4 auf dem Weg. Zentrale 5-9, Code 10 bestätigt. Ist das ein Ausbruch? Verdächtiger identifiziert als Black Mask. Wiederhole, Code 10. Verdächtiger ist Black Mask. Alle Einheiten im Blackgate, Code 6. Code 6. Commissioner Lopez wird festgehalten. Ah, jetzt geht's doch gleich im richtigen Anzug los hier. Sie wissen schon, dass Heiligabend ist, Sir? Jo, ist egal. Ich kriege hier keine Geschenke. Wir bringen einfach mal ein paar vorbei. So, und jetzt kommen wir auch schon zur Ingame-Grafik. Als hätte Black Mask hier das Gefängnis betreten. Ich muss Commissioner Loeb finden, bevor es zu spät ist. Jawohl. Also die Grafik ist es schon mal echt nice. Achso, wir spielen hier übrigens auf den höchsten Details. Ihr wundert euch jetzt wahrscheinlich, warum jetzt Batman Arkham Origins? Das passt irgendwie nicht. Doch, ich finde das passt, weil ich kann ja nun nicht die ganze Zeit nur Battlefield zocken. Und ich dachte, ich zocke jetzt mal was anderes. Und da habe ich mich für Batman Arkham Origins entschieden, weil es einfach hammergeil aussah in den Tutorials, die ich gesehen habe, beziehungsweise anderen Let's Plays. Und ich dachte, ich spiele es auch mal an und lasse euch direkt an meinem noobigen Action-Ding hier ein bisschen teilhaben. So, Steuerung gedrückt halten, wir kommen hier durch. Oh, ich werde dich noch töten. Aber bis dahin wirst du noch mehr Körperteile lassen müssen als nur dein Auge. Was ist das? Hinter dir! Oh, komm schon. Darauf soll ich einfallen? Probier doch mal was Originelles, du Kerl. Konton. Uiuiui. Das Klick. So geht das. Jawohl. Nein! Bleib weg! Wer bist du denn? Der will auch Stress hier, oder was? Jetzt rumheulen, weißt du? Ich hab die Gerüchte gehört, aber du, dich soll es doch gar nicht geben. Wer hat hier gewütet? Wüterich. Ein Wüterich war hier unterwegs. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist riesig. Wo ist Black Mask? Ich weiß es nicht. Er will Commissioner Loeb. Vielleicht weiß einer seiner Leute, wo er hin ist. Commissioner Loeb? Reden? Was sollte ich denn tun? Er hat meine Familie bedroht. Er wollte... Ich habe keine Zeit, das auszudiskutieren. Genau, sehe ich auch so. Aber wir wissen beide, dass das ihre Taten nicht rechtfertigt. Auf gar keinen Fall. Ich komme nur mal wieder, mein Freund. Bleib ja da liegen. So. Wir haben es ja eilig hier. Zufall im Zellenblock. Also die Grafik, muss ich ganz ehrlich sagen, die mag ich schon. Diese... Ja, dieses Third-Person-Dingen ist für mich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
weil ich ihn so ein bisschen von schräg hinten rechts sehe. Da muss ich mich erst nochmal ein bisschen dran gewöhnen. Okay, schnell laufen tun wir, indem wir die Leertaste gedrückt halten. Gehen wir mal nach unten. Das sind Black Masks Männer. Ich werde sie dazu bringen, mir zu sagen, wo ich Black Mask finde. So würde ich es auch machen. Einfach mal durchgehen. Schlag links, okay. Jawohl. Jetzt hast du aber getreten, mein Freund. Das sollte man nicht. Oh, jawohl. Das macht mir jetzt schon richtig Spaß. Konter. Was klappt jetzt hier genau? Der haut hier ein paar Dinger raus. So. Fast so gut wie ich, Mensch. Und da steht er noch. Mensch, hier. Ist ja, das wäre mir zum Beispiel nicht passiert. Verhören kann ich den noch. Jawohl. Huch. Genau, erstmal sie sich treten. Wo ist Black Mask? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde dich zum Reden bringen. Wie sehr du vorher leidest, entscheidest allein du. Leck mich! Sowas habe ich keine Zeit. Genau. Okay, okay. Er ist unterwegs zur Hinrichtungskammer. Mit Lob. Klug von dir. Jetzt darfst du dich ausruhen. Jo. Ausruhen nennt er das. Ja, gute Einstellung, mein Freund. Die Stimme von Batman auch wieder einwandfrei. Passt perfekt. So, was ist das? C, begnadeter Gesetzeshüter. Eine Drohne. Die gehört nicht hierher. Wer die wohl kontrolliert? Also ich auf jeden Fall schon mal nicht. Wer seid ihr? Okay. Habt ihr nochmal Glück gehabt. Ich bin gerade... nicht in Feierlaune, wie scheint. Ich hab die ganze Nacht. Genau. Haben wir gerade gesehen, den Bud Spencer-Schlag. Der war übertrieben geil. Jawohl, das sind doch mal ein paar Movements. Nicht schlecht. Herr Specht. Ich komme nur weiter, wenn ich mich über dem Tor hochziehe. Ich muss mich beeilen. Und das direkt am Anfang. So viel Action, das kann ja noch ordentlich werden. So. Geht's auch wieder weiter? Dieser Snake-Typ da. Genau. Was haben wir hier? Ne, Panzertypen oder was? Hat ein bisschen Schutzkleidung an, oder? Er trägt eine Körperpanzerung. Wenn ich ihn mit dem Umhang aus dem Gleichgewicht bringe, ist er verwundbar. Mit dem Umhang? Ach, mittlere Maustaste? Genau. Ab in die Sicht. Nicht wehtun, bitte. Und ein paar Kombos drauf. Batarang auswählen. Batarang. Okay. Jawohl. Jetzt haben wir linke Steuerung während des Laufens. Oh, hier gibt es wieder eine Schlägerei. Gar nicht, was sie mich immer so provozieren müssen, ne? Dass man hier direkt. Dass man direkt mal handgreiflich werden muss hier. Verstehe das nicht. Da eh keinen Sinn. So. Was mit dir? Brauchst du? Brauchst nichts. Willst auch nicht quatschen, von daher. Hier ist auch nichts für mich zu holen. Ich sollte vielleicht mal aufhören, gegen die ganzen Gitter zu rennen. Aber wie gesagt, ich komme mit der Steuerung nicht ganz klar. So. Gut. Was. Hier kann ich mein Explosivgel einsetzen, um durch den Boden zu brechen. Oh, ich habe Explosivgel. Versprühen? Ach so. Ja, in dem Batman-Logo. Wie geil ist das denn?
So. Sind nämlich voll mit meinem Geld. Und was habe ich vorzuweisen? Mit meinen eigenen Männern im Knast? Nein, nicht mehr. Nein, heute Nacht werden andere Seiten aufgezogen. Gut, dann gucken wir mal, was wir da vereiteln können. Heute Nacht ist unsere Nacht. Leertaste öffnen. Okay. Ja, ich gebe zu, ich spiele normalerweise. Ich habe den vorigen Titel leider nicht gespielt. Den habe ich auch nicht. Bei diesem habe ich einfach spontan drauf Lust bekommen. Habe mir gedacht, Mensch, das holst du dir einfach mal und probierst es aus. Und dann habe ich gedacht, Mensch, verbindest du gleich mit dem Let's Play, bevor meine Abonnenten wieder leer ausgehen. Er geht nicht alleine. Ich gehe mit ihm. Jawohl, umgekickt. Und es geht direkt weiter. Oh! Das hat doch wehgetan! Oh, da haben wir einen Konter verpasst und haben direkt eine Schelle gekriegt. Gut, stört nicht weiter. Wir stecken das ein. Gut. Was ist mit dir? Lässt du mich rein? Nicht. Irgendwas muss ich jetzt machen. Meistergesetz ist wieder okay. Gibt's Punkte-Ranking? Bettknorr auswählen. Ach! Ach, das tolle Pistolending. Und rausziehen. Ja, Mensch. Okay. Was an der ganzen Sache finde ich jetzt schon wieder ein bisschen komisch. Wenn das hier eine Zelle sein soll, verstehe ich nicht, warum da ein Lüftungsschacht mal eben so lockerflockig drin ist. Gut. In Gotham City ist das so. Da ist er eh, die brauchen ja das Verbrechen, sonst hätte Batman ja keinen Job. Wieder das Explosivgel. Gegner 1. S-Klick. Ach was, direkt mit weggeknallt. Auch geil. Eins antippen für schnell Batarang. Was möchte er jetzt von mir? Ach so. Ach, wegen den Knöpfen da wahrscheinlich. Ah. Sehr gut. Wen haben wir hier? Gut. Nicht sehr aufschlussreich. Ach, da haben wir wieder was. Und das kann man einfach nicht ignorieren. Du schuldest mir was, Julian. Und das könnte hilfreich sein. Sir, was ist mit Loeb? Bring ihn rein, bring ihn rein! Okay, er bringt ihn nicht rein, solange ich nicht in der Nähe bin. Ich merke das schon. Gut, dann wollen wir mal den Gefallen tun. Oh, was mit Sichtfenster. Habe ich dich nicht immer unterstützt? Mag sein, Gillian, aber Dinge ändern sich. Wir fangen von vorne an. Und du bist nicht dabei. Wovon redest du da? Ich bin nicht dabei? Nach allem, was ich für dich getan habe? Das kannst du nicht machen! Ich bin der Police Commissioner, verdammt! Die Show ist vorbei, Jungs. Okay. Jetzt müssen wir versuchen, den noch irgendwie zu retten. W
W plus Leertaste antippen durchführen. Okay. Gemacht. Ich komme zu spät. Scheiße. Der Commissioner ist tot. Black Mask wird dafür büßen müssen. Genau, das denke ich auch. Die Fledermaus. Wir schaffen es hier nie raus. Wir müssen es versuchen. Wieder welche. Auf den Mund. Das nervt ein bisschen da, der Typ, dass der nicht nochmal angreifbar ist. Ich kann den ja nicht. Die nerven dann auch rum. Jetzt schlage ich ihn. Hä? Gut. Ich habe eigentlich gerade ins Leere geschlagen. Aber bei dem Anblick von Batman ist er wahrscheinlich auch allein durch die Angst umgefallen. So. Wo geht's lang? Hier lang. Sicherheitskorridor. Wir gehen mal hier lang. Oh, der... Auch nicht? Was war das jetzt? Oh. Ich hab dir gesagt, du sollst die Speicherkarte mitnehmen. Du wolltest, dass sie zerstört. Und das hab ich getan. Besser wär's, sonst wird das nächste, was zerstört wird, deine Visage sein. Tja, jetzt haben wir sie. Die Speicherkarte ist beschädigt. Aber ich kann die meisten Dateien wahrscheinlich in der Bathöhle lesen. Der Bathöhle? Da wollen wir jetzt hin. Spielzeug macht auch ganz gut Spaß. Hier draußen ist auch was los, oder? Hässlich, ey. Oh, wir haben gleich direkt einen Bosskampf hier, oder was? Ja, gut. Wir hauen erstmal ab. Gut. Wollen wir den ganz normal verprügeln? Okay, Niederschlag. Jetzt ist gut. Ausweichen. Genau, er bringt jetzt auch Freunde mit hier. Na, du noch nicht. Erstmal die kleinen Handlanger hier ausschalten. Oh, kriegen wir wieder eine Kelle. Okay, alles noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der kommt wieder und verpasst uns wieder eine Schelle. Okay, da oben ist ein Live-Balken. So, mein Freund, du musst dich noch mal ein bisschen gedulden.
ich habe gerade mit deinen Kollegen noch zu tun. Der Typ nervt einfach nur übel ab. Was ist denn hier los, Mensch? Meinetwegen darfst du dich verziehen. Mein Lebensbalken sieht nicht mehr so gut aus. Jetzt gib ihm doch nochmal eine Schelle. Was jetzt? So. Willst du Batarax benutzen? Aha, geht doch. Stimmt wohl. Was nu? Ja, na klar, ich bin bewaffnet. Nicht heute Nacht. Sieh auch so. Was ein Abtritt wieder. Also kein Batman. Ja. Hast ihn gut getäuscht. Sind Sie für heute Nacht fertig, Sir? Soll ich das Weihnachtsessen aufwärmen? Nein, es wird eine lange Nacht. Ich bin gerade einem menschlichen Krokodil begegnet. Das behauptet, Black Mask habe Killer auf mich angesetzt. Hm? Das ist also die Bat-Höhle. Gut. Tab, Stufenaufstieg. Nahkampfverbesserung. Oh, gucke an. Was haben wir hier? Diese Verbesserung. Die einschlagsresistente äußere Panzerung des Anzugs sorgt für eine Steigerung des Widerstands gegen Nahkampfangriffe um 25%. Ja, klingt gut. Nehmen wir mit. Warum nicht? So. Okay, mit ihm können wir nicht. Was denn jetzt? Er muss vorgehen, oder was? Aha, okay, hier solche. Oh, mein PC. Auftragskiller, Sir. Und mehrere davon? Stimmt, genau. Und das wissen Sie aus dem Mund eines Krokodilmanns? Sein Name ist Killer Croc. Und er sitzt schon hinter Gittern. Puh, sein Zellengenosse, tut mir leid. Mir nicht. Jetzt will ich wissen, wem diese Drohne noch gefolgt ist. Jeder von Ihnen kriegt einen Umschlag. Sie müssen ausgeliefert werden. Heute noch. Alles Auftragskiller. Die Besten im Geschäft. Black Mask scheint es wirklich ernst zu meinen. Slade Wilson, Deathstroke, Ex-Militär, Teilnahme an gescheitertem medizinischen Experiment. Gescheitert, sagen Sie? Garfield Linz, alias Firefly. Körper zu 90% verbrannt. Seine Besessenheit wird noch sein Ende sein. Was bestimmt nur auf ihn zutrifft. Dieser Name sagt mir nichts. Copperhead. Komisch. Diese Berichte erwähnen einen Mann, keine Frau. 14 Ausbrüche, hm? Dann versuch doch mal hier. Was zum... Hey, Mann! Hey!
Floyd Lawton, alias Deadshot. Soll ein erfahrener Scharfschütze sein. Wie zum Himmel? Bedeutender Attentate verdächtigt. Gefährlich, aber leichtfertig. Straßenschläger namens Lester Baczynski. Nennt sich selbst den Electrocutioner. Schockierend. Schockierend. Ah. Ihr Geschick ist unerreicht. Warum sollte er als Auftragsmörder arbeiten? Anstaltsleiter Joseph? So muss Black Mask ins Gefängnis gekommen sein. Er nutzt Folter zur Einschüchterung und zum Vergnügen. 8 Killer sind hinter Ihnen her. Was werden Sie nun tun? Ich werde herausfinden, wer die Drohne gelenkt hat und alles erfahren, was Sie wissen. Und danach finde ich Black Mask und mache dem Ganzen ein Ende. Jawohl. Da wollen wir mal. Sir, auch wenn es wohl offensichtlich ist, aber Ihnen ist schon klar, dass, da wir beide als Einzige die wahre Identität Batmans kennen, all diese Killer scheitern werden, wenn sie einfach heute Nacht hier bleiben. Unschuldige gefährden, um mich anzulocken. Das kann ich nicht riskieren. Und Sie halten es für eine bessere Idee, sich selbst in Ihre Fadenkreuze zu begeben? In Gotham gibt es nur eine Person, die an sowas herankommen kann. Der Pinguin. Er hat Black Mask beschattet. Ihr nächstes Ziel, ein Treffen mit Pinguins Männern am Jezebel Plaza. Ich bring sie zum Reden. Genau. Halten Sie das für weise? Ich weiß, was ich tue. Nun, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten und lieber trainieren wollen, lasse ich Ihre Trainingseinrichtung aktiviert. Hm. Trainieren kann man also. Der Batwing steht bereit, Sie zum Jezebel Plaza zu bringen, Sir. Okay. Also, Videos schon mal sehr nice gemacht. Schöne Story. Bisher interessiert mich auf jeden Fall jetzt schon, wie das weitergeht. Okay. Warte mal. Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Sir? Wie ist Wayne Jones so geworden, wie er ist? Sieht nach Atavismus aus. Eine unglückliche genetische Mutation. Glauben Sie, diese Krankheit verursacht Schmerzen? Erklärt das seine Raserei? Es ist mehr als das. Stell dir nur vor, so aufzuwachsen. Kinder können grausam sein, Alfred. Erwachsene auch, Sir. Alles ein Teil des Menschseins, fürchte ich. Wir neigen dazu, alles, was anders ist, zu fürchten, wenn nicht sogar zu verachten. Aber das wissen Sie ja bereits. Wenn Sie rechtzeitig zum Jezebel Plaza wollen, um Pinguins Männer zu stellen, sollten Sie bald aufbrechen. Na gut. Dann tun wir das mal. Schnellreise. Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Okay, das ist also die komplette Karte. Jezebel Plaza, das ist hier? Ah, okay. Dann fliegen wir mal. Dorthin. Alfred, ich habe ich sehe es auch. Die Funktürme, die Sie für Ihre Autonavigation verwenden, senden ein Störsignal aus. Sturmschäden. Sie müssen wohl dahin und es selbst herausfinden, Sir. Verstanden. Einer ist ganz in der Nähe. Wo sind wir jetzt? Deaktiviere das Störsignal. Okay, jetzt sind wir direkt wieder hier. Und ich habe gedacht, ich kann schon ein bisschen irgendwie in der freien Welt hier so rumlaufen.
ist ja auch mit Open World, soweit ich das weiß. Wir sollen sicherstellen, dass niemand an diesem Turm herumfrisst. Und die Geißeln! Siehst du das auch? Was zum Teufel ist das? Der Schatten, jawohl. Ich sollte hier Rauchbomben einsetzen. Das ist kein Schwach. Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Wen er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Ah. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Gehört das Ding da draußen zu dir? Ach was. Das ist mein Wartungsauftrag. Das ist alles. Lüg mich ja nicht an. Wer ist da? Umgekehrtes Ausschalten. Nein, scheiß drauf, ich kündige. Scheiß drauf, ich kündige. Herrlich. So, wen haben wir noch? Da drüben ein paar. Okay, wir kommen erstmal runter. Ich kann mich durch den Lüftungsschacht an den Geiselnehmer heranschleichen. Dann machen wir das mal. Boah, ich strotze vor Kraft. Ab geht's. Was zum Teufel war das? War das der, der uns angeheuert hat? Ist der vielleicht sauer auf dich? Auf keinen Fall. So oder so, wir müssen hier raus. Und zwar so... Was war das denn? Du lebst noch lange genug, um zu sehen, was ich alles geplant habe. Fail. Ich hab gedacht, ich sollte durch den Lüftungsschacht gehen. Habe ich da wohl etwas falsch verstanden? Ich schwör's. Hier das Zocken. Die Geißeln! Siehst du das auch? Was zum Teufel ist das? Ich werde abdrücken. Ich blöffe nicht. Ein paar Rauchbomben könnten meine Bewegungen verbergen. Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Wen er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Okay, da wir das ganze Szenario jetzt schon kennen. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Gehört das Ding da draußen zu dir? Sind sie irre? Das ist mein Wartungsauftrag. Das ist alles. Lüg mich ja nicht an. Zeig dich endlich! Scheiß drauf, ich kündige. Okay, wir gehen jetzt nochmal da durch. Ich hoffe, dass es jetzt diesmal mehr Erfolg mit sich bringt. Ich kann mich durch den Lüftungsschacht an den Geiselnehmer heranschleichen. Was zum Teufel war das? War das der, der uns angeheuert hat? Ist der vielleicht sauer auf dich? Auf keinen Fall. Ich glaube auch nicht, dass er sonderlich fit ist oder so. So oder so, wir müssen hier raus. Und zwar sofort. Ah, Rechtsklick, alles klar. Ich habe es langsam aufgemacht, deswegen. Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mache ich. War doch nur ein einfacher Wartungsauftrag. Den Turm reparieren, rein und raus. Ich brauche einen neuen Job. So, ein bisschen Geschwindigkeit reinbringen hier in die ganze Sache. Ich kann den Turm reparieren. Was immer Sie wollen, tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Oh. Ich bin Batman. Ich mache nichts Böses. So. Ab geht er. Und tschüss. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Achso. Aha.
Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. An der Wand? Aha. Jawohl, jetzt spielen wir hier noch Detektiv. Erinnert mich so ein bisschen. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Jetzt habe ich nicht genau zugehört. In der Zugangsluke. Ach da. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird. Und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker. Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Okay, vor- und zurückspulen. Ach so, genau die Karte. Das hier ist jetzt. Ach, da liegt er doch. Jetzt mache ich das aus. Wie kriege ich das Ding da jetzt raus? Warte mal. Ich muss jetzt hier noch. Ah, jetzt. Jetzt kann ich es auch öffnen. Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Kryptografischen Sequenzer auswählen. Gerät hacken. Was denn hier alles für Spielzeug hat? Und jetzt muss ich. Achso, und jetzt die Maus noch? Unglücklich. Mhm. Gut, das war ein bisschen doller einfach.